Ist jetzt aber schon nur just for fun. I mean, ja, ihr sollt Spaß haben. So, da soll nicht geflamed werden, aber man kann natürlich auch Tryhard spielen, so, ne? Also, wenn ich solche Games mache, ich Tryhard des Todes. Außer ich hoste das Ganze natürlich und ich spiele selber. Aber als ich for fun gegen Katrin gespielt habe, so, da habe ich des Todes geschwitzt. Aber also das kommt, glaube ich, ist einmal unterschiedlich. So. Hauptsache, jeder hat Spaß. Das ist die Hauptsache. So, ich glaube, Bans werden jetzt hier einfach ein bisschen random hin und her geworfen, je nachdem, wer halt keinen Bock auf irgendwelche Champs hat. Oh. Und da kommt jetzt der Gravesbann gegen Marvin raus. Crazy. Yumi ist gebannt, jo. Wobei ich weiß gar nicht mehr, wie gut Yumi jetzt ist nach den Nerfs. Ich habe gar keine Ahnung von der Meta, ne? Aber ich kann das jetzt so casten. Oh, Rengar natürlich ein extrem starker Assassine, gerade im Jungle unterwegs. Sonst auch ab und an auf der Toplane gesehen. Vladimir auch ein starker Flexpick über die Midlane bis zur Toplane. Gerne gesehen. Nagas gerade gegen Tanks auf der Toplane kann er free scalen und dann im Late Game die Teamfights alleine entscheiden. Diana auch ein weiterer starker Flexpick, kann auf der Toplane, Midlane und im Jungle gespielt werden. Mitte und Jungle da natürlich am häufigsten gesehen. Und jetzt noch Aphelios gebannt, 200 Jahre Spielerfahrung spricht da für sich, denke ich mal. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was hier der erste Pick wird. Der erste Pick, was könnte das immer werden? Ne? Im kompetitiven Bereich würde man sich jetzt wahrscheinlich für einen Varus entscheiden. Aber hier wird eventuell sogar jeder Pick für sich gemacht. Wovon ich natürlich bei sowas abraten würde. Ich würde jetzt hier einen Flex-Pick holen. Oder einen Prio-Pick. Also ein Busted Champ at the moment. Wobei ich da mir gar nicht sicher bin, wer da wirklich extrem stark ist. Vielleicht ein Ezreal. Ein Ezreal wäre auf jeden Fall stark. Aber hier wird sich für den Lee Sin entschieden. Lee Sin also schon den Jungler gezeigt. Jetzt könnte Team Rot hier mit dem... Okay, moin. Jetzt könnte Team Rot sich hier mit dem Jungle-Pick antworten. Das wäre die beste Entscheidung. Aber es sieht so aus, als ob jeder für sich picken würde. Es sieht so aus, als ob jeder für sich picken würde. Damit haben wir den Gangplank auf der Top-Lane oder Mid-Lane. Manchmal wird auch auf der Mid-Lane gespielt, aber ich würde ihn eher auf die Top-Lane packen. Und den Taric. Taric-Bot-Lane könnte eine Senna-Kombination werden. Oder einfach Taric Kalista, vielleicht auch. Und jetzt müsste man auf der Blue Side mit dem Top-Laner und dem Support antworten. Das wäre die beste Antwort. Ich würde hier vielleicht so einen Bart sehen. Bart wär ein interessanter Pick auf jeden Fall gegen Taric. Ne? Man hat den Range-Vorteil, man kann besser roamen. Der Taric kann nicht wirklich den ADC dann engagen auf der Solo-Lane, auf der Bot-Lane. Aber man entscheidet sich hier für die Ashe. Ashe, immobiler ADC gegen Gangplank Ult, kann auf jeden Fall verletzt werden. Aber gepaart mit der Morgana hat man da auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit. Und das sollte eine ziemlich starke Pressure Lane werden auf der unteren Linie. Ashe, Morgana, sehr viel Push, sehr viel AOE. Gerade gegen Taric, ne, Melee Champ, wird der nicht viel machen können. Man entscheidet sich jetzt aber eventuell für die Caitlyn und das ist höchst interessant. Weil man Caitlyn, da ist sie eingeloggt, eigentlich immer eine Pushing Lane haben möchte. Aber ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, dass die Caitlyn hier eine Pushing Lane wird. Gegen Ashe und Morgana wird es extrem schwierig, gerade mit einem Taric an der Seite. Ich denke nicht, dass man da den Range-Vorteil auf der Caitlyn ausnutzen kann. Ich denke, da wird Taric zu hart abused auf der Lane. Außerdem kommt noch der Echo dazu. Echo, auch Flexpick an der Geschichte, an der Stelle. Könnte jetzt noch Mitte oder Jungler sein. Das heißt, Blue Side muss hier blind picken. Man könnte jetzt natürlich smart mit einem Top-Mid-Flex antworten. Also wenn man jetzt sowas wie Silas Akali picken würde, dann wäre das eine Möglichkeit. Oder man geht hier direkt für einen Gangplank-Counter-Pick und ein Blind-Pick wie zum Beispiel eine Orianna, eine Syndra. Ne, das wären Midlaner, die man hier spielen könnte. Man entscheidet sich für den Silas und für die Zoe. Interessantes Team auf jeden Fall. Mir gefällt es, muss ich sagen, auf der blauen Seite, was die sich da gebastelt haben. Die werden wahrscheinlich nicht wirklich abgesprochen haben, ja, lass mal jetzt hier picken und dann das.
Jetzt wird es richtig interessant. Man hat den Zed auf der mittleren Linie gegen die Zoe. Ein bekannter Counterpick. Wenn man das richtig spielt, wird man die Zoe komplett aus dem Leben nehmen können. Aber auch nur, wenn man das richtig spielt. Nur drei Bans, weil das Draft-Mode ist und kein Dingsens-Mode, weil man sonst Pause machen könnte und dann würde es zu bestimmten Aktionen kommen, die wir hier nicht sehen möchten. Wir haben jetzt 3 Minuten Zeit. Wie Johnny sagen würde, hier gehen wir in eine Pause, um den Spectator-Delay aufzubauen. Aber das machen wir hier nicht. Ich habe nämlich nicht so was Cooles, um in eine Pause zu gehen. Phils Castingstube umändern. Mir gefällt der Titel, eine Titeländerung, beziehungsweise einfach noch was davor schreiben. Aber Castingstube gefällt mir gar nicht gerade eigentlich. Vielleicht Junior Casting, so ein bisschen auf Clickbait und auf, weil ich halt noch Junior bin und weil ich caste und weil ich ein Anfänger am Casten bin, weil ich ja auch nicht wirklich caste. Gönn 3 Minuten Werbung. Wait, ich kann actually Werbung schalten. Das ist wirklich extrem intelligent. Junge, wieso wissen meine Zuschauer eigentlich immer besser, was ich machen kann, als ich es selber weiß? Gott liebt dich auf jeden Fall. Machen wir eine 2 Minuten Werbung? Na, jetzt nur eine Minute, hauen wir kurz rein. Alter, Nils, das ist ja extrem intelligent. Ich mache mir das jetzt hier mal als 120 Sekunden Werbung noch rein. So. Sehr nice. Super. Oh. Nice, ich merke schon, meine Stimme wird auf jeden Fall hart genommen. Würde man sagen. So. Aber nice. Freut mich, dass ihr alle hergefunden habt, Leute. Ich finde, der Titel klingt komisch. Junior Casting. Ich kann dir kurz zeigen. Ja, klingt doch kacke. Aber wenn sowieso groß schreiben, dann, ne? Und ganz am Anfang vom Titel packen. Aber ich muss kurz eine ganz wichtige Sache schreiben, die vergesse ich sonst. So, okay, gut. Jetzt habe ich die gerade geschrieben, das ist echt wichtig. Habe ich nämlich gerade fast vergessen. Ich überlege gerade noch über einen Titel. Über einen Titel. Customs Casten. Oder 5v5 Cast. Ne, Cast. Irgendwas mit Cast und ist eigentlich dann auch egal. Aber nicht zu lang. Nicht zu lang. So, okay. Jetzt aber ab ins. Jetzt hast du das Großschreiben. Großschreiben wirklich sehr wörtlich genommen, auf jeden Fall. Feier ich. Ist gut. Und grüß dich, Pixabis. Schön, dass du am Start bist. So, wir schauen jetzt mal hier, ob wir irgendwas Komisches finden. Irgendwelche Sachen, die uns verwundern würden. Aber soweit sieht alles Gucci Gang aus. Das wäre wirklich gut, Green. Aber mein Titel ist sowieso schon zu lang. Also wir haben ein Top-Lane-Matchup. Haben wir Gangplank gegen Sylas. Actually habe ich absolut keine Ahnung, wie das Matchup an sich ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Gangplank-Ult ziemlich geil für Sylas ist. Weil die ja auch AP-Scaling hat. Und dann scaled die richtig krass, wenn Sylas halt viel AP hat.
Das wird richtig lecker. Allgemein, Sylas hat sehr, sehr geile Ults. Also, so eine Taric-Ult ist sehr lecker. Eine Echo-Ult kann auch ultra gut sein. Gangplank-Ult noch viel besser. So, Zed und Caitlyn-Ult. Ja. Ist ausbaufähig. Aber gut, ne? Top-Lane-Matchup sollte Gangplank favored sein am Anfang. Generell ist er ja ein bisschen so ein Lane-Bully mit seiner Q. Wenn er dann Sheen bekommt, sowieso noch mehr. Im Jungle haben wir Lee Sin gegen Echo. Ist auf jeden Fall Lee Sin favored. Ich weiß nicht, ob das überhaupt an irgendeinem Punkt sich turnt. Wenn der Echo natürlich gefeedet wird, natürlich. Oder andersrum auch. Aber Lee Sin sollte, wenn die even sind, immer stärker sein. Zu jeder Zeit. Dann haben wir auf der Midlane Zed gegen Zoe. Und das wird extrem interessant. Weil der Burson hat die Zoe eben schon in seinem Spiel ausgepackt. Und die war relativ stramm, würde ich sagen. Und der Zed ist ein bekannter Hardcounter zur Zoe. Also ich denke, da werden ordentlich viele Kills fallen. Und das sollte wahrscheinlich auch die Priorität beider Jungler sein. Gerade ab Level 6 kann man das als Zoe richtig gut baiten. Wenn die Zoe nach vorne springt mit der Ult. Und der Zed wird dann natürlich engagen wollen, weil er denkt, hä, ist die Zoe dumm? Warum ultet die nach vorne? Und dann ping, peng, pum, kommt der Zed hinterher, tingeling, ding, ist er sehr tot. Ne? Ungefähr so mit den Soundeffekten auch. Und auf der unteren Linie haben wir die Morgana Ashe gegen die Caitlyn Taric Lane. Caitlyn Taric haben auf jeden Fall mehr Mastery-Punkte zusammen als die Ashe Morgana Lane. Caitlyn hat nochmal 300k und grüß dich Max, schön, dass du am Start bist. So, was würde ich hier sehen auf Level 1? Kann man hier irgendwas Cooles auf Level 1 machen, ist die Frage. Und ich glaube fast, dass die andere nein ist. Und ich weiß gar nicht, passt meine Cam hier hin? Warum muss ich meine Cam jetzt wegmachen? Weil man im Caster-Modus ja eigentlich keine Cam hat, aber ist ja eigentlich auch egal, ne? Weil meine Cam einfach extrem gut aussieht mit mir drin. Denke ich, kann man das drin lassen. Wollt ihr hier das noch sehen? Ist, glaube ich. Ach so, dann muss meine Cam jetzt aber nach. Ja, wir basteln ein bisschen. Dahin. Ah ja. Ne? Moin Phil, grüß dich. Jo, schön dich zu sehen. Moin denn. Zack. Und wir machen mal die Musik weg. Musik machen wir mal weg. Aber so sieht das super aus, oder? So sieht das super aus. Was haben wir hier für Directed Camera? Sieht fein aus. Wird der Mauszeiger irgendwann weggehen? Ja, der Mauszeiger wird irgendwann weggehen. Okay, das ist sehr gut. Okay, Marvin macht hier schon den ersten Fehler. Oh, wir müssen ihn noch sortieren, sonst kriegt hier jeder von euch Augenkrebs. Also Marvin ist der Lee Sin hier. Macht den ersten Fehler, indem er Botzeit startet. Damit nimmt er der Lane, die einzige Pressure Lane, die er haben wird. Ashe Morgana nimmt er die Pressure basically mit. Deswegen sollte man hier eher Topside starten, sich runter junglen und für die Botlane spielen. Weil das die Winning Condition ist, beziehungsweise die Lane, die ihn durch das Early Game führen wird. Top Lane, ne? Wird der Sylas auch gepressured, hat jetzt auch noch einen extrem schlechten Trade genommen. Jetzt müsste ich natürlich noch die ganzen Fähigkeiten kennen. Oh Gott, oh Gott. Ich habe Fähigkeiten, habe ich ja gar keine Ahnung, wie die heißen, ne? Kann man sich das hier irgendwie anzeigen lassen? Oder der Dazzle. Okay, der Dazzle. Das sage ich jetzt gerne, wenn der Taric für eine E geht. Ist es der Dazzle? Und wenn der Sylas für eine E nach vorne geht. Abscond und Abduct. Okay, Sylas beschwört Abscond und greift danach mit Abduct an. Ne, aber guter Trade hier von Sylas auf jeden Fall. Schönes Binding. Wäre Ashe da auf der gleichen Welle, dann hätten die da einen guten Trade bekommen. Aber das Matchup ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht, wie es aussieht hier für Sylas. Gar nicht so schlecht wie gedacht, eher gesagt. Ich dachte, das wäre Gangplank-favored, aber so wie es ausschaut,
macht der Silas einfach einen guten Job oder der Gangplank extrem schlecht. Das ist ein schöner Trade hier. Der Dazzle wird benutzt von Tarik, doch er hittet keinen. Die Sleepy Bubble Trouble wird auch daneben gefeuert. Und damit auf beiden Lanes eine wieder entspannte Lage. Wie gesagt, wieder 30er-Zone. Ist ganz normal, ne? Pre-6 wird die Zoe Pressure haben, aber ab 6 kriegt der Zed Kill Pressure und damit wird das gefährlich. Und hier hat ein Binding den Tarik getroffen. Ignite ist raus und der Tarik muss den Summoner Blitz benutzen, um aus dieser Situation zu entkommen. Und da kommt eine Sleepy Trouble Bubble auf den Zed, doch es ist keine Q zur Verfügung von der Zoe. Und damit, oh, da, was wird denn hier gemacht? Hier wird einfach reingeflasht. Und ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was hier gemacht wird. Magic Dirk hat da auf jeden Fall... Oh. Nee. Das kann er nicht überleben. Das kann der Dirk nicht überleben. Da wird vom Aragorn auch kein Flash gezündet. Oh, hier der Gangling jetzt in einem schwierigen Trade. Danke dir, Dennis, für deinen Host. Kuss auf die Nuss. Man raidet übrigens mittlerweile. Aber trotzdem danke, ne? Also der Magic Dirk da auf jeden Fall Tollwut Angriff gehabt. Wir haben da gar nicht mehr klar, das hat den richtig sauer gemacht, dass der Tarik so lowlife war. Ist reingeflasht, hat dann seinen Skillshot nicht getroffen, damit dann auch keine Gefahr mehr dargestellt. Die Caitlyn hat das gar nicht mal so gut gespielt, hätte da auf jeden Fall den Kill holen können, auch ohne Flash. Aber hier könnte es jetzt auch... Flash Auto Attack Ignite, ich hab's gecallt und es wird gemacht, aber er gibt First Blood actually ab. Weil er nicht auf seinen Spell gewartet hat. Hätte er auf seine E oder seine Q gewartet, hätte der Zed damit genug Damage gehabt, um den Kill zu kriegen. Aber so jetzt ein 1-1-Trade und First Blood für die Zoe. Kommen jetzt beide mit ihrem Item Power Spike zurück auf die Lane. Für Zoe auf jeden Fall deutlich stärker. Aber jetzt gleich kommt auch die starke Phase von dem Zed. Mit Level 6 wird er Kill Pressure auf die Zoe haben. Und das wird dann sehr interessant. Weil dann geht das nämlich richtig los auf der Midlane. Dann muss die Zoe einfach mal aufpassen, dass sie nicht getötet wird. Und jetzt setzt man hier auf dem Echo für einen Gank auf der Botlane an. Allerdings ist überall Vision. Und deswegen wird das eigentlich früh erkannt. Jetzt sollte man ihn sehen, doch man konzentriert sich hier auf den Kill. Dazzle wird benutzt, aber nicht getroffen. Und jetzt ist der Echo auch schon gleich da. Der Demon Slayer läuft auf die Lane, setzt seine Trouble Bubble, ist das gar nicht. Aber seine W setzt er trotzdem. Jump over das Binding. Und die Ashe wurde abgeholt. Ashe hatte auch einfach gar keine Lust mehr, ihre Summoners zu benutzen. Kann ich verstehen, ne? Manchmal hat man auch einfach einen schlechten Tag. Man hat keine Lust, möchte da nichts mehr machen. Kann ich verstehen. Und jetzt kommt der Gank auf dem Silas. Vom Silas auf den Gangplank. Der Gangplank probiert es hier zu turnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, aber er schafft es irgendwie. Aber jetzt kommt der Jump rein von der Lee Sin Q. Und er konnte den Gangplank töten. Und damit hat er sich ein bisschen überschätzt. Er wäre da auf jeden Fall rausgekommen, wenn er es wollte. Und gerade nach dem ersten Turn, wo man sagen kann, das war noch gut, hätte er nicht mehr weitermachen müssen. Und das ist jetzt extrem schlecht für den Gangplank, denn man sieht die Wave, die da oben ist. Der Silas hat gar keine Lust, die zu freezen. Lässt sie in den Turm laufen, aber er hätte die auch freezen können und damit wäre der Gangplank extrem weit nach hinten zurückgeworfen worden. Ist er jetzt auch schon so? Aber das ist ja noch ein Stückchen härter. Und hier ein schöner Sidestep von der Caitlyn, um das Binding zu dodgen. Der Flash von der Ashe auf die Stelle. Oder es war ein bekannter Spectator-Bug. Aber hier wird nochmal ordentlich was benutzt. Und man geht für den Kill. Beides haben wir das von der Ashe benutzt. Flash kam zu spät raus. Von der Caitlyn. Jetzt der Warjump. Es geht hier direkt weiter. Ich glaube es kaum. Hier, der Kick perfekt auf die letzte Sekunde von der Q getimed. Gangplank Ult wird nochmal geklaut, falls er entkommen sollte, aber hier ist Schlussstrich. Und er stirbt. Der Gangplank. Und jetzt ist er 0-2 und das wird gar nicht gut sein. Oh, der Zed. Jetzt gleich geht er rüber. Schöne Kombo. Die Q hat er gedodged mit seiner Ult und jetzt muss er noch mehr Damage kriegen, damit er explodiert. Und die Zoe ist explodiert. Und genau das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt hat er das natürlich auch,
Jetzt hat er natürlich auch gut einen draufgesetzt, dass er den schönen Catch hat da. War auch aggressiver Weg von der Zoe. Wenn man da keine Vision im Busch hat, sollte man lieber entfernt davon sein. Weil da könnte Böses im Busch sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Toplane-Camp hier weitergeht von dem Marvin. Ist jetzt gerade auf der Bot-Side der Map, wird demnächst wieder in die Basis zurück teleportieren möchten. Und könnte jetzt aber auch für einen Drachen gehen. Man hat da den Echo Topside gespottet. Weiß dementsprechend, weil man ihn da gespottet hat, dass er nicht am Drachen sein kann. Aber der Lee Sin möchte hier für einen Botlane-Gank gehen. Und das könnte funktionieren. Er hat den Kick noch nicht zur Verfügung. Das heißt, man ist auf den Ash Arrow und das Morgana-Binding angewiesen. Aber das kann funktionieren. Wenn der Ash Arrow kommt, kommt auch das Morgana-Binding wahrscheinlich. Oh, und das war ein Poke-Ignite. Und jetzt direkt hier ein aggressiver Trade von dem Silas. Konnte das fast zerstören, was sehr wichtig ist. Und jetzt geht er wieder frühzeitig raus. Extrem guter Trade hier von dem Silas. Und die Botlane hat richtig, die hat einen kleinen Kackstreifen in der Hose, ne? Morgana-Binding, das nächste, trifft schon wieder. Und der Lee Sin hat sich dafür entschieden, den Drachen zu machen. Ist eine gute Kiste gewesen. Und man möchte jetzt hier langsam für den Herald spielen. Was der nächste Move hier wäre, der ziemlich gut ist. Oder ziemlich gut wäre. Man weiß ja nicht, ob der jetzt hier gemacht wird. Man sieht, man hat hier Botlane einen Slowpush. Toplane kommt auch eine Wave rein. Die nächste Wave, man hätte das hier langsamer pushen sollen. Mit der nächsten Wave hätte man das dann crushen lassen sollen. Und hier kommt ein aggressiver Engage von der Ashe. Kombiniert mit dem Morgana-Binding eine insane stark aufgebaute CC-Chain. Und man weiß alles. Jeder weiß, was mit einer insane stark aufgebauten CC-Chain passiert. Und zwar, dass der Gegner nicht mehr entkommt. Starker Sidestep von der Zoe hier, aber da wird auch schon wieder Schlussstrich gemacht, ne? Und der Echo hat auch gar keine Lust, hier seine ultimative Fähigkeit zu benutzen. Und die Caitlyn wird jetzt auch sterben. Hier ist, man kann gar keine Pause haben. Hier wird durchgehend gekämpft. Ich wollte noch erzählen, was eben gut wäre. Aber das juckt die gar nicht. Das juckt die gar nicht, was hier gut wäre. Denn die wollen einfach dem anderen aufs Maul hauen. Und das muss man an der Stelle auch respektieren. Der Zed, ne? Ich sag's, wie es ist, Leute. Beide Jungler jucken sich gar nicht. Was auf der mittleren Linie passiert. Und das wird für den Xion, ne, noch ein fataler Fehler werden. Hier jetzt ein Trade auf der Toplane und der Silas, der macht den aber auch platt, den Gangplank. Und hier muss man sich demnächst für einen Executioners entscheiden. Weil sonst wird das nicht mehr ganz gut. Und da kommt es auch schon. Ich habe es gefordert und es wird geliefert. Executioners auf Gangplank, das wird jetzt auch nicht mehr viel helfen, weil gegen den Protobelt ist man da schon auf jeden Fall ordentlich behind. Wird jetzt nochmal die nächste Wave verlieren, damit XP-technisch, erfahrungstechnisch, auf jeden Fall, wie meine Oma immer gesagt hat, eine gute Rosinenstulle zurück, liegt man da. Und die Zoe, die muss jetzt auch ein bisschen Kacke in der Hose haben, ne? Hier kann die Morgana-Ult gezündet werden, wenn sie abgewiesen wäre, hätte dann der Echo die Ult zünden müssen. Und hier kommt der Ash Arrow, extrem stark, und das Morgana-Binding, American Sniper, durchgespielt. Extrem starker Arrow hier. Führt zu dem nächsten Kill. Man hat hier jetzt sogar Ardent gerusht auf der Morgana. Weiß ich gar nicht, wie gut ich das finde. Aber ich bin da auch, wie gesagt, ich weiß es gar nicht. ist er nach vorne gejumpt, um die Trouble Bubble auszulösen. Konnte man aber gar nicht. Jetzt hier kommt ein Kick gleich von dem Marvin. Wird das extrem gut gespielt? Nein, das ist extrem schlecht, aber es funktioniert trotzdem. Weil der Deception mit einfach von diesem Play so extrem verwirrt war. Dass er gar nicht mehr wusste, was er machen soll. Hier jetzt eine Combo vom Zed, die schlechter hätte nicht ausgespielt werden können. Und deswegen hat die Zoe jetzt hier auch Möglichkeiten, einen Kill zu kriegen. Aber ich glaube, das passiert nicht. Das ist ganz ärgerlich. Da sind nämlich noch ein paar Sternchen reingeflogen in sein Gesicht. Und da gibt aufs Maul. Aber stark gemacht von der Zoe, beziehungsweise gar nicht stark gemacht von der Zoe. Einfach nur extrem schlecht gemacht von dem Zed. Aber das ist ja auch in Ordnung. Oh, die Lee Sin. Oh, ja. Die Lee Sin Q wird geflasht, obwohl sie gar nicht getroffen hätte. Der Deception mit wartet nur auf den fünften Gang von dem Lee Sin. Der jetzt auch Tatsache gleich kommen wird.
Ich meine, er respektiert es halt auch nicht, ne? Er respektiert es halt auch nicht. Und jetzt extrem gut gebaitet von dem Silas. Der Gangplank möchte jetzt hier wahrscheinlich für den Kill gehen. Oh, oh, nee, ich glaube, ich glaube, das wollen wir uns nicht mehr angucken. Stopp, das war... oh, nein, es... oh, oh, zum Glück habt ihr das nicht gesehen. Das war noch viel schlechter gespielt jetzt. Also es fing ja schon mit einer minus 5 an und es ging dann auf eine minus 20. Eieieiei. Oh Gott. Puh. Es ist wirklich gut. Ich dachte vielleicht, ich hätte übertrieben damit, dass ich die Szene gewechselt habe. Aber es geht jetzt hier direkt weiter. Das will ich euch nicht vorenthalten. Aber boah, da habe ich... Das, nee. Weiß ich nicht. Das wollte ich einfach nicht an die Öffentlichkeit bringen. Aber wie ihr seht, der Gangplank ist im Endeffekt noch gestorben. Ich weiß auch nicht ganz wie. Ich weiß wirklich auch nicht ganz wie. Aber da sind Sachen passiert, ne? Die sind wohl passiert. Jetzt hier der Zed, wie ich predicted habe, hat er auf jeden Fall den Drücker in der Hand und muss ihn nur noch drücken. Und wenn er ihn drückt, muss er es auch relativ gut ausspielen, weil wie er es bis jetzt gemacht hat, war einmal gut und einmal extrem scheiße. Und da muss man jetzt gucken. Jetzt hat die Zoe gerade einen Exhaust aufgehoben. Das heißt, hier wird erstmal nichts passieren. Die Sleepy Trouble Bubble trifft. Mal schauen, ob er connecten möchte. Nee, da müsste er zu viele Turret Shots für nehmen. Das möchte man nicht an der Stelle. So, jetzt muss ich mir mal hier einen Schluck genehmigen. Ich hoffe, sie entspannen sich jetzt erstmal hier. Wir haben mittlerweile übrigens ein knapp 4K Goldlied auf der... Also, was heißt knapp? Wir haben genau ein 4K Goldlied auf der blauen Seite. Grund dafür ist der überragende Jungler Marvin, Xion, der auch schon uns gezeigt hat, wo ich dann lieber die Szene gewechselt habe, dass er auch extrem schlecht spielen kann. Das heißt, es ist alles noch offen. Der nächste Insect wird wahrscheinlich in die Hose gehen und dann Baron für Red Side. Muss man schauen. Oh, Dazzle wird da aktiviert, aber in eine vollkommen falsche Richtung. Da konnte ja gar kein Gegner stehen. Entweder hat er geschielt oder einfach Augen zugemacht, während er den Spell gedrückt hat. Aber naja, das passiert. Jetzt hat man hier den zweiten Turm geholt, den mittleren T1-Turm. Das ist der wichtigste Turm in diesem Spiel. Und die Ashe macht die Botlane währenddessen 1v2 nass. Und versteht ihr? Nass. Wegen Eis. Und sie spielt so heiß, dass das Eis schmilzt, wird zu Wasser. Und deswegen hat sie die nass gemacht. Kurze Erklärung am Rande für die Leute, die es nicht verstanden haben. So. Jetzt wird hier aber der Echo gechased. Der muss gleich seine ultimative Fähigkeit reaktivieren. Die hat er aber gar keine Lust darauf. Deswegen wird er das nicht gemacht. Und der Zed schwingt auch nochmal rein. Der hat sich gedacht, das kann ich toppen. Da will ich auch nochmal rein. Und jetzt gleich Marvin wieder am nächsten Play. Jetzt muss nur noch die Caitlyn fallen. Da wird der Holzfäller geholt und die nächste Q. So ungefähr sah das auch auf der Toplane aus. Drei Leute hauen auf einen Gegner und keiner macht irgendwas richtig. Jetzt, oh mein Gott, was passiert denn hier? Das war ja der krasseste Flash, den ich je gesehen habe. Und es hat geklappt irgendwie. Die Ashe stirbt. Marvin war auch extrem verwirrt. Puh. Es geht hier wirklich, es wird mit heißer Ware gehandelt, ne? Wenn ihr euch jetzt denkt, Phil, warum denn jetzt auf einmal heiße Ware? Ich finde gerade kein Beispiel. Bis auf das Ignite auf dem Tarik, was nicht genutzt wurde. Ne? Versteht ihr? Heiß wegen Feuer. Gut. Aber jetzt wird hier der Gangplank engaged. Der hat, glaube ich, auch einfach extrem wenig Lust, weiterzuspielen. Sonst würde man so eine Entscheidung auch nicht mehr treffen. Hier jetzt die Sleepy Trouble Bubble. Wird gar nicht genutzt. Jetzt hat er sie aber noch zur Verfügung. Eventuell kommt das erste Mal in diesem Leben die ultimative Fähigkeit von dem Echo zum Einsatz. Aber vielleicht auch nicht. Sie werden sehen in der nächsten Folge von Phil Casted. Es war wunderschön mit Ihnen. Es hat mir Spaß gemacht. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir gehen wieder rein. Ey, das ist ja auch ein Cast, ey. Casten ist ja extrem, extrem schön. Wenn man keine Qualitätskontrolle hat und einfach jede Scheiße erzählen kann, die man möchte. Extrem schöner Dodge hier von der Zoe am Start. Aber die ultimative Fähigkeit von dem Zed macht da einen Strich durch die Rechnung. Aber da wird nochmal der Flash genutzt, damit man wirklich den letzten Skillshot auch sicher trifft, weil man davor jeden in die Tonne gehauen hat. Boah. Jetzt wird hier auch... Nee, das ist so fies, wirklich. Marvin, was machst du denn mit den Gegnern? Junge, das ist, als ob du eine Woche nicht geduscht hast und dann auch noch deinen Schimmelfuß den Gegnern in die Fresse drückst und sagst, riech dran oder stirb.
die entscheiden sich natürlich dran, nicht zu riechen und sterben dementsprechend. Aber ich glaube, das würde auch aufs Gleiche hinauskommen. Oh nee, jetzt der arme Gangling. Lass doch mal den Gangling in Ruhe. Okay, er lässt ihn in Ruhe, weil er wieder mal die nächste Q nicht trifft. Aber es ist halt auch einfach, Lee Sin ist in einem guten Status. Man muss nicht mal die Fähigkeiten treffen und kann die Gegner trotzdem töten. Das ist der Status, den man haben will auf jeden Fall. Kappa. So, da hat er wieder mal gewartet. Gangling mittlerweile 0-6. Ist natürlich die Frage, möchte er jetzt die Rekorde in den Toten direkt von dem ersten Spiel sammeln? Und er hat gar keine Lust mehr. Er ist ein bisschen getiltet. Was ist denn hier passiert? Haben sie das Spiel aufgegeben? Oder wieso wird hier jetzt auf einmal intentionally gegrieft? Weil sowas zerstört natürlich den Spielspaß der ganzen Mitspieler. Und ich glaube, damit ist auch die Lust bzw. das Gefühl, überhaupt noch gewinnen zu wollen, komplett dezimiert, wenn es überhaupt mal da war. Jetzt die sehr ultimative Fähigkeit, möchte ich gern wissen. Deathmark heißt sie, glaube ich. Wird aber wieder von den Stinkefüßen in die Ecke geschickt. Und damit ist auch Schicht im Schach. Das nächste Mal Morgana Binding trifft. Mensch, der Magic Mike, der Magic Dirk. Der Magic Dirk, der macht es also wirklich. Ich dachte, Morgana wäre ein Kack-Champ. Und da holt er, kramt er den aus der Restekiste zusammen. Und macht einfach, dass die Q-Point ein Klickspell wird. Ich glaube, es hackt aber, dass, ob das noch illegal ist, ob das schon legal ist, meine ich natürlich. Ne? Das muss auch erstmal überprüft werden. Da wieder der Gangplank lässt sich von jedem Skillshot treffen, weil er einfach absolut gar keine Lust mehr auf dieses Spiel in der Kluft der Beschwörer hat. Jetzt farmen, teilen sie sich den Farm zu dritt. Mal schauen, wer ihn bekommt. Ich glaube, Gangplank hat den größten Teil bekommen. Ist auch extrem wichtig für seine mentale Stärke. Die muss wieder aufgebaut werden, wenn sie hier noch gewinnen wollen. Was definitiv möglich ist. Ne? Das Scaling ist auf jeden Fall da. Gangplank super gut im Scale. Caitlyn genauso. Echo auch noch relativ gut. Zed, naja, hält sich in Grenzen. Gerade das Sonjas auf der Zoe ist da ein kleiner Cockblock, könnte man sagen. Aber Taric, boah, da kommt schon wieder Point-and-Click-Spell und direkt der American Sniper. Er haut wieder rein. Wirklich, ich habe noch keinen Arrow gesehen, der nicht getroffen hat in dieser Runde. Und mittlerweile glaube ich einfach, dass die Botlane da alle nur noch Point-and-Click-Spells haben. Das, gerade nochmal gerettet. Da habe ich auch den Kackstreifen gespürt in der Buchse, ne? Marvin möchte da wieder für Terror und Schrecken in der Kluft sorgen. Trifft aber die 10. Q hintereinander nicht. Aber das ist auch völlig egal, wenn man den Gegner auch mit dem Kick... Oh, was wird denn jetzt? Oh Gott, ne? Ich glaube, ich muss gleich wieder die Szene wechseln. Ich weiß gar nicht. Ich kann das gar nicht kommentieren, was hier passiert. Aber auf jeden Fall, der Lee Sin, hat einfach gar nichts getroffen. Der Zed hat das sogar noch relativ gut gespielt. Aber Silas, der ist einfach zu stark. Ne? Wir sehen sie hier. Oh, der Dazzle von dem Taric hat getroffen. Der Klein Till, der schlägt zu. Aber der Int, der schlägt zurück. Und zwar doppelt so stark. Und die erste Echo Ult, sie wurde benutzt. Reicht leider nicht. Schade an der Stelle. Aber so neigt sich das Spiel langsam dem Ende. Wobei, wir müssen hier jetzt mal auf die Sideline gucken. Der Gangplank hier am T2 mittlerweile unterwegs. Und wenn er nicht langsam mehr backportet, wird er sich auch noch den Turm schnabulieren. Sieht sogar so aus, als ob die Gegner da gar keine Chance mehr hätten, irgendwas zu tun. Und ich glaube, der Gangplank hat sein Element gefunden. Wenn der möchte gar nicht mehr im Team spielen. Ne? Sideline ist sein Ding. Toplane ist sein Ding. War er ja. Ich weiß gar nicht, wieso er überhaupt gedacht hätte, er wäre ein Teamspieler. Er möchte hier die Sideline einfach runterrennen. Was anderes kann er sowieso nicht mehr machen, außer runterrennen. Jetzt kommt hier wieder hier die Taric und die Zed-Kombination an. Muss das Binding gedodged werden? Aber das geht nicht. Man kann dieses Binding nicht dodgen, weil das ein Point-and-Click-Spell ist. Zumindest, wenn der Magic Dirk die Morgana spielt. Ja. Das ist auch einfach wunderschön. Wir haben jetzt hier, die 24. Minute haben wir noch gar nicht. Ich bin schon der Zeit voraus. Ungefähr so gut wie Magic Dirk mit seiner Morgana der Zeit voraus ist. Hier jetzt eine Taric-Ult eingesetzt, damit die Stinkefüße nicht lethal sind. Und sie sind es auch nicht. Aber die erste Lee Sin Q trifft in diesem Spiel. Und das wird auch ein Kill. Konnte sich sogar nochmal retten. Und die Zoe, die macht den Rest für das Team. Und das ist extrem starkes Teamplay. Der Magic, nee, der kleine Till, wo läuft denn der lang? Der hat sich verirrt. Aber ich glaube, das Binding hat gerade nicht getroffen. Da hat er wohl auf den falschen Charakter geklickt, der Magic Mike. Der Magic Dirk. Und der kleine Till kann da wirklich wegrennen. Das glaubt man kaum. Hätte ich nicht gedacht, dass er die Situation überlebt. Einmal in die Gegnerflanke rein und dann wieder raus. So ist wohl das Erfolgserlebnis, wenn man überleben möchte. Wird jetzt allerdings abgebrochen von den Minions in der Midlane.
Und man hat den einen Inhibitor verloren, ne? Man ist jetzt mit knapp 10.000 Gold vorne auf der blauen Seite. Aber jetzt der Silas, wenn der abgeholt wird. Das sind 1.000 Gold, die der Leckerschmecker extrem starkes Donyas into Taric ult. Und jetzt nochmal die neue Spell-Kombination, Rotation ist ab. Und damit überlebt man die Situation. Der Zed ist sogar fast tot. Und ne, der Protobelt. Ja, der spielt hier aber auch eins auf. Wirklich, der Silas. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Da fällt mir nicht mal ein schlechter Wortwitz zu ein. Oh, der Gangplank. Überlebt er das? Das Ignite tickt noch. Nein. Der Gangplank so kurz vor seinem ersten Kill. So kurz vor seinem ersten Kill. Wird er doch nochmal verbrannt. Und der Ash Arrow. Der trifft nicht mehr. Was ist denn hier los? Da hat er kurz vor Ende nochmal Point and Click ausgemacht auf seiner ultimativen Fähigkeit, so wie es aussieht. Aber ich vertraue immer noch. Ey, was macht denn der? Der ist ja komplettes Wahnsinns. Wird dafür auch bestraft. Das ist eine klare Kiste. Jetzt der Lee Sin stirbt mal wieder nicht, weil der Lee Sin ein verfickter OP-Champ ist. Jetzt die nächste Q hittet einfach mal. Der Kick komplett gewastet, weil man den auch einfach mit einem normalen Auto-Tech töten hätte können. Und jetzt hat man den Kick nicht mehr für den Zed über, braucht man aber auch gar nicht, weil der Zed auch gar nicht weiß, was der machen soll. Jetzt kriegt man den Lee Sin aber trotzdem 900 Gold in der Tasche von dem Zed. Und jetzt geht er einkaufen. Mittlerweile 2 Executioners auf der Seite des roten Teams braucht man auch gegen den Silas. Der hat wirklich extrem viel Leben am Start. Und der Flash in das Morgana-Binding. Aber man sollte die Morgana auch so abreißen können. Den Magic Dirk reicht es nicht mehr. Reicht nicht mehr für den Magic Dirk. Und da hat er jetzt den ersten Tod eingefahren. Das ist schade. Muss man jetzt aber auch sagen, war wieder die Schuld vom Jungler an der Stelle. Ne? Muss man auch so sagen. Der Jungler wollte Sachen möglich machen, die nicht möglich zu machen sind. Ein bisschen viel zu viel Toyota wahrscheinlich geguckt. Ja. Wäre natürlich auch mittlerweile eine Möglichkeit, die Boots auf der Morgana auszubauen. Dann würde man dann nicht mehr mit so hässlichen Stiefeln rumlaufen. Ist so einfach, würde meinem Auge ein bisschen besser tun. Aber naja, ne, ist jedem selbst überlassen. Denn Lee Sin entscheidet sich hier für das Böller-Bild. Mit Draktar jetzt Edge of Night demnächst. Red Buff will er natürlich auch einfach nicht abgeben. Kann ich verstehen, wenn man so ein gutes Spiel hat und keine Qs trifft, braucht man den Red Buff für die verstärkten Auto-Attacks. Der Arrow trifft jetzt den Zed. Die Auto-Attacks fliegen hinterher. Die Zoe kommt auch nochmal rein, aber das braucht die Ash gar nicht. Die macht es auch schon so. Sleepy Trouble Battle wird nicht getroffen. Und die Ash geht hinterher. Zoe, Q kann nicht connecten. Und damit ist die Caitlyn außer Reichweite. Der Silas wird jetzt hier über die Wand gehen, sucht das nächste Opfer, aber ob er es hier finden kann, ist die Frage. Jetzt die Caitlyn sehr aggressiv, die anderen juckt es aber gar nicht. Alter, ich glaub's nicht. Auf den Echo, der mit der Ult in der Theorie wieder zurückspringen könnte, wird der Insect gestartet. Das ist, glaube ich, eine Zielauswahl, die nur ein Blinder machen würde. Aber selbst der wahrscheinlich nicht, weil der den nicht finden würde. Aber versteht ihr blind hier an der Stelle auch wieder perfekte Metapher. Oh, die Ash, die möchte ja sich gar nicht mehr bewegen. Hat sie auch einfach gar keine Lust gehabt. Kiting denkt sie sich, was ist das? Ich brauche das nicht, ich bin gut genug. Aber anscheinend nicht. Jetzt kommt aber wieder der Silas. Rettet er den Tag? Ja, er rettet den Tag. Jetzt, ob er es gegen den Zed auch noch aufnehmen kann. Oh, der Zed ist da reingekommen, wo selbst ich nicht mehr gerade mitgekommen bin. Sein Schatten hat er noch irgendwo im Himalaya platziert. Und jetzt kommt Magic Dirk mit der ultimativen Fähigkeit. Würde er den Zed noch stunnen können? Das Point-and-Click-Binding trifft nicht mehr, aber das braucht er auch gar nicht. Den Zed kriegt er so tot und hiermit ist ein Ace für die rote Seite entstanden. Und ich glaube es kaum, aber hier hat man jetzt wieder Gewinnchancen. Der Gangplank hat 3 Kills bekommen. Ich glaube es kaum. Da wird ja selbst der Kuckuck im Haus verrückt. Sagt man, glaube ich, so. Und eventuell auch wieder ein bisschen Lebensenergie bekommen. Ne? 2 Items hat man jetzt schon auf Gangplank. Immer noch die Drecksstiefel, genauso wie die Morgana. Morgana jetzt entscheidet sich auch aufs dritte Item für den Voidstuff zu gehen. Ob das die richtige Entscheidung ist, sei mal dahingestellt. Ich denke nicht. Aber ich bin ja auch nicht die Morgana, ne? Jetzt will man hier gar kein Risiko. Oh ne, es kann ja gar nicht. Da hätte ich wieder die Szene ändern müssen. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet, was hier gerade passiert ist. Aber es gibt 5 Wege, wie der Gangplank den Drake da bekommt. Und ich glaube, es gibt 1 Million Wege, wie man das verhindern kann. Aber vielleicht wollte man dem auch einfach wieder, ich sag mal, so einen kleinen Trade, ne? Der Marvin hat ihn am Anfang des Spiels ein bisschen
genervt. Jetzt möchte man ihm ein bisschen was zurückgeben. Und jetzt jumpt der Leader rein, aber er ist selber verwirrt, was er da macht. Hat sich wahrscheinlich gewundert. Hey, ich habe jetzt mal eine Q getroffen. Ich wusste ja gar nicht, was diese Fähigkeit kann. Aber der Silas ist wirklich... Der Silas ist bis zum Mond, zum Jupiter, zur Sonne und wieder zurück zur Erde und nochmal um die Erde herum gefeedet. Ich glaube es kaum. Der ist so stark. Und jetzt geht der Lee Sin wieder rein und der Lee Sin ist extrem verwirrt einfach nur. Die Taric-Ult kommt gerade nochmal so durch. Das Dazzle hat getroffen, aber... Der Silas, ich sag es nochmal, der ist jetzt einfach bis zum Jupiter und fünfmal um den Jupiter rum gefeedet. Der Gangplank probiert da sein Bestes mit den neuen Items und jetzt mal Kills was zu machen, aber das geht nicht mehr. Die Trouble Bubble hat getroffen und damit wurde auch das Leben von der Caitlyn beendet. Der Gangplank ist jetzt dementsprechend traurig, muss sich da ein paar Masken und eine Träne kaufen, weil er so viel weint. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass er wirklich so viel geweint hat. Ganz klare Kiste. Und krasses Ding. Krasses Ding. Ich hätte nicht gedacht, dass das Game so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Und ich wusste auch gar nicht, dass man mit Lee Sin so wenig Qs treffen kann. Aber am Ende des Tages reichte es für das Victory, für den Victory Screen, für die blaue Seite, für das blaue Team. Und damit GZ. Ne? GZ an der Stelle. Wir können uns jetzt nochmal den Damage angucken, der hier ausgeteilt wurde. Und das ist der Silas auf Platz 1. Das ist eine klare Kiste. Hätte man hier noch ein paar mehr Dazzles auf Taric getroffen, hätte man da auch noch mehr Schaden anrichten können. Und der Gangplank ist Tatsache noch an relativ viel Schaden gekommen.